Wir befinden uns in der Industriestraße in Altbach. Die Alarmierung hieß Brand in einem Verwertungsbetrieb für Elektronikschrott. Die Schwierigkeit ist, dass es sich natürlich um werthaltiges Material handelt. Musste man sich erst den Zugang zum Gelände verschaffen. Ansonsten starke Rauchentwicklung bereits auf der Anfahrt, sodass man sich erstmal orientieren musste. Es sind mittlerweile 3 Feuerwehren hier im Einsatz mit 12 Fahrzeugen und über 60 Einsatzkräften. Man hat verschiedene Einsatzabschnitte gebildet, um das Feuer schnell in den Griff zu bekommen und einzudämmen. Das Gebäude wurde geschützt, das Gebäude wurde komplett geräumt. Es handelt sich um ein Mitarbeiterwohnheim einer angrenzenden Firma. Es ist in dem Wohnheim nur eine Wohnung vom Rauch betroffen, weil dort in dem Bereich die Scheiben kaputt gegangen sind. Das Gebäude ist überhaupt nicht geschädigt, das ist ein offener Lagerplatz. Die einzelnen Brandstellen werden jetzt mit der Wärmebildkamera kontrolliert und dann gezielt abgelöscht. Die werden betreut, die sind alle draußen. Da gibt es keine verletzten Menschen oder Tiere. Explosion entzieht sich meiner Kenntnis. Es ist, wie gesagt, ein Verwertungsbetrieb für Elektronikschrott. Was jetzt genau gebrannt hat, kann man im Augenblick nicht sagen. Aber es hat natürlich der dort gesammelte Elektronikschrott entweder zur Sortierung oder nachher zur Verwertung gebrannt. Insgesamt über 60 Kräfte der Feuerwehr, aber auch Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes oder des Rettungsdienstes und der Polizei. Ja, es waren ganz normale Brandalarmierung für uns. Beim Eintreffen stand das Gebäude für uns sichtlich in Flammen. Die Feuerwehr war schon vor Ort. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Es war dann natürlich relativ schnell klar, dass es sich wohl um eine Brandstiftung handelt, weil auch in unmittelbarer Nähe der eigentlichen Einsatzstelle nochmal ein Brand gemeldet wurde. Im weiteren Verlauf haben wir mit unseren Kräften, auch mit dem Ehrenamt, eigentlich nur eine Sicherstellung für die Feuerwehreinsatzkräfte übernommen. Es gab nachher noch einen Einsatz für die Tierrettung hier im Landkreis Esslingen, die zum Einsatz kam. Und über das Ehrenamt wurde dann noch eine Betreuungseinheit alarmiert, einfach um die Bewohner noch zu betreuen, die dann irgendwann aus dem Gebäude auch raus mussten.